Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum FAQ-Antwort-Video. Vor ungefähr einem Monat, glaube ich, ja, habe ich euch gebeten, mir Fragen zu stellen. Und ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt. Ich hoffe, ich vergesse keine. Und darum fangen wir einfach mal an, bevor sie mir aus dem Kopf fliegen. Wir werden mal zuallererst mit den Videofragen beginnen. Let's go! Meine erste Frage ist, ob du irgendwelche schlechten Angewohnheiten hast. Schlechte Angewohnheiten? Natürlich, natürlich. Ich habe eine extrem schlechte, schlimme Arbeitsmoral bei Dingen, die ich nicht gerne mache. Es gibt wirklich Sachen, jetzt zum Beispiel aufs Studium bezogen, die schiebe ich. Aber die schiebe ich nicht wie jeder normale Mensch, dann vielleicht ein halbes Jahr, so ein Semester, sondern ich schiebe Sachen auch gerne mal 2 Jahre. Einfach weg. Es gibt Sachen, nicht nur auf das bezogen, sondern auch auf andere Dinge bezogen, die habe ich um Jahre verschoben. Also wirklich, also viele Jahre. Weil ich das einfach nicht gern mache. Ich bin bei sowas echt ein Schweinepriester. Diese Kraft und Arbeitsmoral, die ich bei YouTube habe, obwohl die sich auch stark verschlechtert hat, also ich war schon fokussierter auf jeden Fall, die sollte ich eigentlich auch bei anderen Dingen im Leben haben, aber irgendwie habe ich sie nicht. Ist aber auch an sich wieder nur eine Sache des inneren Schweinehunds, das kann man ja bewältigen. Warum? Ich meine, warum hat sich deine Freundin noch nie im Stream gezeigt? Ich verstehe es nicht. Erklären Sie mir das. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie ist einfach eine scheue Person, wobei sie in einigen YouTube-Videos zu sehen ist. Also ich habe sie schon dazu bekommen. Die müsst ihr halt suchen. Ich bin zu dumm, um alle Fragen in ein Video zu packen. Und so kann ich auch die Filter wechseln. Deswegen jetzt die zweite. Denkst du, dass du irgendwann mal mit YouTube aufhören willst oder wirst? Und wenn ja, hast du eine Begründung? Also, damit aufzuhören, das habe ich auf jeden Fall noch nicht vor. Aber irgendwann werde ich damit aufhören, nehme ich an, weil ich dann sterbe oder so. Wenn du dir eine Sache der Welt aussuchen könntest, welche wäre das? Sag genau eine einzige, du hast nur eine Antwortchance, keine zweite. Wenn ich mir nur eine einzige Sache auf der Welt aussuchen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich unbegrenzter Geldsegen. Ich finde, das Schlimmste im Leben ist, wenn man komplett mittellos ist, beziehungsweise wenn man nicht das machen kann, was man sehr, sehr gerne machen möchte, weil man keine Mittel dafür hat. Das klingt sehr materiell, ich weiß, ich bin wahrscheinlich auch ein sehr materieller Mensch, nehme ich an. Aber ja, ich finde das sehr wichtig, beziehungsweise ich finde das einfach wichtig. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man sein Leben lang unglücklich lebt, weil man nicht die finanzielle Möglichkeit hat, das zu machen, was man möchte. Sich zu verwirklichen, nach seinen eigenen Wünschen zu greifen und so weiter. Das ist unangenehm. Und darum würde ich mir unbegrenztes Geld wünschen. Was ist oder war dein Traumberuf? Mein Traumberuf, das ist eine sehr schwierige Sache. Ich hatte als Kind einmal kurz einen Gedanken. Wirklich leider nur ein einziges Mal. Das hat auch mein ganzes Leben geprägt, dass ich nämlich ab dem Moment immer so traumberufslos war. Aber damals hatte ich einen Traumberuf und zwar wollte ich Professor werden, aber kein Verrückter. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich das dazu gesagt habe. Da habe ich, also nicht Flubber geschaut, sondern es gibt ja Flubber mit Robin Williams. Flubber. Den Film. Aber das ist nicht das Original, sondern es gibt noch einen von 1900, was weiß ich, 60, 70, 80 und der hieß einfach nur der verrückte Professor, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Da geht es um das Gleiche. Der entwickelt diesen Flabberbabber und dann kann er mit dem Auto fliegen. Und das war für mich der Punkt, den habe ich gesehen, den Film. Da habe ich gesagt, ich will Professor werden, aber kein Verrückter. Sowas wie Erfinder auch. Ich habe dann immer zu meinen Eltern gesagt, ich baue euch dann Sachen, wenn ihr älter seid, dass ihr es leichter habt. Ich baue euch einen Treppenlift und einen Fahrstuhl und so Zeug. Aber das war dann irgendwann weg. Was war für dich das Emotionalste, was für dich im Stream passiert ist? Ich meine, an Geschenken oder überhaupt einfach an Momenten. Mach mal einen Clip. Was das Emotionalste war im Stream? Da gibt es schon einige Momente. Also jetzt speziell bei Geschenken halt natürlich das Community Knife. Das war schon wirklich, ich glaube, das ist es sogar, der Top 1 Moment, weil das so ein großes, teures Ding war. Und es haben sich einfach welche zusammengesetzt und sich gedacht, wir schenken ihm das jetzt. Einfach so. Natürlich haben alle Geschenke, die ich von euch bekomme, einen emotionalen Wert. Gar keine Frage. Aber das Größte war, glaube ich, echt dieses Knife. Vor allem, weil da auch ziemlich viel Vorbereitung dabei war. Das war in einem 12-Stunden-Stream dann, glaube ich, mit Big Wallen abgesprochen, dass er mich rausschickt. Ihr habt mir dann auf den Account geschickt. Er hat es angenommen, hat es ausgerüstet, hat meine Steuerung umgestellt. Dass ich da stehe wie ein Vollidiot. Und dann komme ich rein und habe das übergeben bekommen von ihm, von euch. Das war schon echt krass. Und die letzte und wichtigste Frage, die ich schon, weiß ich nicht wie oft, unter deinen Videos gestellt habe. Wann kommt ein neues Cover? Oder irgendwas mit Musik? Ich werde diese Frage so oft stellen, bis ich ein Datum bekomme. Ein neues Cover kam jetzt ja letztens. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es kam das Lass-Liegen-Cover von mir. Ich hoffe, du hast es schon gesehen. Und ein weiteres neues Datum gibt es nicht. Es gibt ganz viele angefangene Projekte. Nur habe ich mich etwas arg
Verfahren mit diesen krassen Uploads. Also über die Semesterferien hatte ich ja 3 Uploads am Tag. Ich habe eigentlich nur für die Uploads gearbeitet und eben nur an YouTube und Twitch gearbeitet, den ganzen Tag bis in die Nacht rein. Hab dann auch ein bisschen Zeit eben so noch mit Familie verbracht, aber dann wieder ran an die Arbeit. Ja, es ist viel geplant und es ist auch schon viel angefangen. Aber die Sachen sind noch lange nicht fertiggestellt. Und vor allem weiß ich dann auch wahrscheinlich wieder nicht, wenn es dann soweit ist, ob ich dazu ein Video mache oder nicht. Wenn nicht, dann kommen die Sachen auf jeden Fall schneller. Das letzte Cover, also Lass liegen, wurde ungefähr um ein Jahr verzögert hochgeladen. Ein Jahr später, obwohl es eigentlich schon ein Jahr davor fertig war, weil ich noch ein Video machen wollte. Würdest du lieber nur noch Twitch oder nur noch YouTube machen? Also, das heißt nicht 24/7, sondern nur noch Twitch, aber du dürftest nichts mehr auf YouTube hochladen. Das ist eine sehr schwierige Frage. Twitch ist auf jeden Fall das Einfachere von beiden, vor allem das Schnellere. Man ist einfach schnell rum und man bekommt sehr, sehr schnell viel mehr bei rum. Nicht nur auf das Finanzielle gesehen, sondern einfach Feedback. Es gibt YouTuber, die dümpeln seit Jahren rum und haben keine Kommentare zum Beispiel, kein gar nichts, kein Feedback. Denen wird nicht gesagt, dass sie was gut gemacht haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, es ist echt sau schwer. Ich hänge an YouTube halt sehr, weil das einfach dieses kleine Baby ist, durch das alles entstanden ist. Für mich ist Twitch auch nichts Eigenes, sondern Twitch ist aus YouTube entstanden, also bei mir. Weil ich YouTuber bin und alle gesagt haben, stream, und dann habe ich jetzt halt mal gestreamt und das war gut und jetzt streame ich auch. Ich glaube echt, dass ich bei YouTube bleiben würde. Aber wahrscheinlich aus der Gewohnheit heraus gesagt, weil das einfach das ist, was noch näher an mir dran ist, weil ich das viel länger gemacht habe. Aber finanziell gesehen würde ich auf jeden Fall bei Twitch bleiben. Kümmerst du dich mehr um das Wohl der anderen oder mehr um dein eigenes? Und wer würde zuerst kommen, deine Freundin oder du? Also, von der Wichtigkeit her. Das ist echt eine gemeine Frage mit dem Wohl. Also ich glaube, ich kümmere mich schon. Ich glaube, es ist gleich. Ich glaube, im besten Fall ist es gleich. Ich kümmere mich schon gerne mal um das Wohl der anderen, auf jeden Fall. Und bin auch jemand, der, ja doch, der auch dann zurücksteckt und sagt, ja doch, wir machen das so, obwohl ich es eigentlich gar nicht so will. Aber auf mein gesamtes Leben bezogen bin ich, glaube ich, also ist es ausgeglichen. Die anderen und ich stehen auf einer Ebene. Und jetzt speziell meine Freundin, gut, sie geht natürlich vor. Ist klar. Gentleman. Wärst du lieber eine Drangle oder eine Medusa zu besitzen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn es eine andere RWP ist, fick dich ins Knie. Ganz klar eine Medusa, weil sie viel geiler aussieht. Hast du einen Lieblingszuschauer oder ist dir jeder gleich lieb? Und wie findest du Leute, die dir viel spenden und Leute, die wenig spenden? Das ist natürlich auch eine ziemlich fiese Frage, aber wisst ihr, ich bin da sehr offen. Also Lieblingszuschauer habe ich nicht. Ich habe Zuschauer, die ich lieber habe als andere. Also jetzt einfach, um den krassen Vergleich zu bringen. Jemand, der immer da ist und ganz, ganz lieb ist, habe ich natürlich lieber wie jemand, der einmal im Jahr reinkommt und mich beschimpft oder so. Und auf das Spenden bezogen freue ich mich über jede Spende. Und ich habe es natürlich gern, wenn jemand spendet. Wenn mich jemand fragt, soll ich heute was spenden oder nicht? Ich habe unendlich viel Geld und mir macht es nichts aus, wenn ich dir jetzt 100 € spenden würde. Soll ich es machen? Dann würde ich ja sagen, natürlich. Wenn es aber irgendwie anders geht, wenn jemand es nur durchblicken lässt, von wegen, ich spende dir jetzt was, aber shit, dann habe ich nichts zu essen. Dann sage ich, Alter, what the fuck, dude, hör auf zu spenden. Sofort. Um was den Unterschied zwischen Spendenden bzw. Abonnenten, Leuten, Zuschauern angeht, die schön aktiv sind und Leuten, die eben nicht so viel spenden oder keine Abonnenten sind. Ich muss gestehen, dass ich bei Leuten, die aktiv sind und ab und an was spenden oder vielleicht eben Abonnent sind, was ja aufs Gleiche rauskommt, da drücke ich eher ein Auge zu, wie bei jemandem, der manchmal da ist und dann noch irgendwie abfuckt mit irgendeinem Scheiß, der mit irgendwas kommt, der irgendwie angeschissen kommt mit irgendwas, was mir einen Umstand bereitet. Dann sage ich bei so jemandem, wenn er dann noch nicht mal Abonnent oder spenderig ist und dann auch noch sehr selten kommt, dann sage ich eher, pff, was willst du überhaupt? Und bei jemandem, der dann aktiv am Start ist, spendet und Abonnent ist und sowas, da ist man eher gewillt, sich um so jemanden dann doch zu kümmern und zu sagen, hey, oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, das ist verständlich und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so verwerflich. Ich denke, jeder denkt so. Mit welchen Drogen hattest du schon Kontakt? Heißt nicht, dass du sie genommen hast, aber einfach mal Kontakt gehabt. Heißt gesehen oder Freunde, die den nehmen. Sehr ehrlich. Mit welchen Drogen hatte ich schon Kontakt bzw. hab sie gesehen? Hattest du mal Depressionen? Hat YouTube geholfen? Oder hattest du das alles nie? Hattest du immer, ich sag mal, ein gutes Leben? Also Depressionen hatte ich, glaube ich, noch nicht, aber natürlich hat man Downphasen. Und YouTube trägt auch oder kann auch dazu beitragen, diese Phasen zu verstärken oder eben zu verbessern. Es kommt ganz darauf an, warum die Downphase eben da ist und womit sie zusammenhängt. Wenn es um
Erfolg geht, egal ob jetzt finanziell oder halt auch einfach für einen selbst, dann kann das einen schon runterziehen, wenn es nicht so gut läuft in seinem, also im Beruf, bei dem, was man eben macht. Aber depressiv, also so richtig Depressionen, hatte ich glaube ich noch nicht. Hast du ein Lieblingstier und wenn ja, welche Rasse davon? Lieblingstier, habe ich den Katzen. Die Katze, der Kater, ist glaube ich mein Lieblingstier. Hallo Jan, haben Sie ein Lieblingsspiel oder was war das erste Spiel, was du so als kleiner Jan gespielt hast? Erzähl mal, ich bin neugierig. Ein Lieblingsspiel habe ich glaube ich gerade gar nicht, weil es halt, es ist schwierig, weil es so viele gibt und ich jetzt auch im Moment nicht aktiv spiele, also das ist, kann ich gerade nicht beantworten, ich habe gerade keins. Und das erste Spiel, das ich gespielt habe, das ist schwierig. Ich glaube, Boloball oder Aquanoid. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich war winzig. Mein Vater hatte so eine DOS-Games-CD. Da waren einfach ganz viele DOS-Games drauf. Und das waren meine ersten Spiele. Nimm mir 10 deine Follower sofort, egal welche. 10 Follower sofort, egal welche. Okay, Poseidon, Mr. Adrian, Kakashi, Himmelhundi, Basement. Es sind einfach Milliarden Namen, die ich im Kopf habe. Taschenschlampe. Big Wallin, Hippie. Ich versuche irgendwelche speziellen Leute, die man nicht so oft sieht. Oder die alte, lange. Domme! Tricky! Waren das schon 10? Kommt irgendjemand ganz Spezielles noch? Mervis, Ego Leipzig, alte Böcke. Und jetzt noch einen oben drauf, komm! Johnny Kasper. Ich glaube, das waren 10. Gibt es irgendwas, was du noch nie sagen wolltest? Also deinen Followern oder deine Familie, weil es dir irgendwie peinlich ist, aber im Nachhinein doch nicht? Erzähl mal, Jan. Es gibt schon Sachen, die ich nicht sagen möchte oder die ich ungern sagen würde. Jetzt egal, ob meiner Familie oder meinen oder euch halt. Nicht, weil sie peinlich werden, sondern weil es einfach unangenehme Eingeständnisse sind. Das meiste hat mit Arbeitsmoral zu tun. Das waren soweit die Videofragen. Jetzt kommen alle anderen.